Verbraucher zählen. Das ist ja ein sehr schönes Motto. Sowohl sie zählen auf der einen Seite als wichtige Kunden und als Bürgerinnen und Bürger eines Landes, aber sie zählen eben auch mit, sie gucken, sie sind aufmerksam und dann wählen sie auch noch, was wir alle hoffen, dass alle, die zählen, auch wählen, denn an einer hohen Wahlbeteiligung ist uns in der Demokratie auch immer gelegen. Und dazu gehört zu souveränen Bürgerentscheiden eben auch ein guter Verbraucherschutz. Und wenn uns eine Kanzlerin Widerborstigkeit wünscht, dann kann ich nur sagen, danke. Genauso verstehen wir auch unsere Rolle, weil in einem Miteinander, in einem Ringen um den richtigen Weg zwischen Wirtschaftsinteressen, Verbraucherschutzinteressen, politischen Anliegen, dem, was geht und dem, was nötig ist, dann ist das genau unsere Rolle, die wir einnehmen wollen. Es fehlt in Deutschland ein ganz wichtiges Instrument für den Verbraucherschutz. Es fehlt in Deutschland eine Musterfeststellungsklage. Wir haben die Marktwächter bei den Verbraucherzentralen eingeführt, um Verbraucherfallen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Wir stärken die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher und schaffen einen besseren Schutz und mehr Transparenz. Unser Ziel: verbraucherfreundliche Märkte, auf denen sichere, nachhaltige Produkte aus guter Arbeit angeboten werden. Der Bundesverband der Verbraucherzentrale sagt dazu einen tollen Satz. Verbraucherschutz schafft Sicherheit, Sicherheit schafft Vertrauen. Ich füge hinzu, Verbraucherschutz schafft Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist die beste Grundlage für eine gute Zukunft. Verbraucherschutz hat eine ganz große Bedeutung, weil die Märkte werden immer größer, immer unübersichtlicher. Es gibt Globalisierung, es gibt Liberalisierung, neue Märkte entstehen und da finden sich viele Menschen nicht mehr zurecht. Und da muss die Politik natürlich nachziehen und dafür sorgen, dass Menschen, Verbraucherinnen und Verbraucher gut geschützt werden. Dann ist natürlich so ein Verbrauchertag im Vorfeld der Bundestagswahl auch ganz wichtig, um Positionen zu formulieren. Der Deutsche Verbrauchertag, da kommt an einer Stelle zusammen, was sind eigentlich die Anforderungen an Verbraucherpolitik, also an Politik für Verbraucherinnen und Verbraucher, Bilanz und Ausblick und auf den Zahn fühlen, wer steht wofür. Verbraucherschutz geht wirklich jeden etwas an und deswegen ist die Politik gut beraten, sich dem Verbraucherschutz als zentralem Thema zu widmen. Verbraucherschutz ist wichtig, weil wir alle den ganzen Tag in unserer Rolle als Konsumenten sind. Vom Frühstücksmüsli bis zur Bahnfahrkarte, Finanzgeschäfte. Unser ganzer Alltag ist ja von Konsumakten durchzogen. Und damit wir da nicht übers Ohr gehauen werden, deshalb braucht man starke Verbraucherschutzverbände und gute Regeln, die uns schützen. Und in der Digitalisierung stehen wir alle immer größer werdenden Global Playern gegenüber. Und da stimmt einfach die Augenhöhe bei weitem nicht mehr. Und deshalb ist das zum Beispiel ein ganz großes Thema in den kommenden Jahren, wie man die Verbraucherinnen und Verbraucher in der digitalen Welt von der Handynutzung bis zum Smart Home besser schützen kann und dafür sorgen kann, dass sie ihre Rechte auch durchsetzen können.